Wie arbeitet ein Finanzierungsberater? Wir sitzen hier heute mit Marat Morozov, dem Number One Finanzierungsberater, mit dem wir persönlich auch zusammenarbeiten und wollen heute mal so ein paar grundlegenden Fragen auf den Grund gehen. Warum gibt es eigentlich Finanzierungsberater? Was machen die und was ist eigentlich der Unterschied zu den Banken? Ja, fangen wir doch mal an. Marat, erzähl uns doch mal, was macht eigentlich so grundlegend ein Finanzierungsberater? So, wofür gibt es dich? Also, erstmal, hallo, ich bin der Marat, Marat Morozov. Vielleicht nur kurz, seit 15 Jahren circa im Finanzierungsbereich tätig. Bin 34 Jahre jung und meine Leidenschaft ist Finanzierung und Immobilien. Ja, und das ist schon eine sehr gute Frage, denn wir tagtäglich, wenn die Menschen zu uns kommen, irgendwo im Hinterkopf haben die immer diese Frage, ja, vielleicht soll ich nicht direkt zu meiner Hausbank gehen, vielleicht wäre das auch besser, die kennen mich auch schon so lange. Und es gibt auch solche Punkte, ja, der Finanzierungsberater möchte ja nur Geld verdienen, seine Provision. Und genau bei diesen Punkten sprechen wir. Und das ist, was du jetzt gerade gefragt hast, ist im Grunde genommen sehr einfach zu erklären. Wenn du als Kunde zu der Bank gehst, dann klar, die kennen dich, die kennen deine Kontoverbindung, die wissen, wie du mit dem Geld umgehst. Aber das Einzige, was die Bank machen kann oder der Bankberater, ist nur sein eigenes Produkt anbieten. Und das, was er kann, natürlich wird er machen. Ob gut oder schlecht, sei erstmal daneben gestellt. Und in der Regel machen wir das oder ich mache das so mit meinem Team. Wenn der Kunde ein bisschen Bauchschmerzen hat und er sagt, ja, aber ich möchte noch dahin gehen und zu dieser Bank und dieser Bank, dann sage ich ihm auch tatsächlich, hey, pass mal auf, mach mal einen Lauf von Bank zu Bank. So, hol dir einfach die besten Angebote, wo du sagst, das würde ich unterschreiben. So, komm zu mir mit den Angeboten. Da haben die aber dann schon viel Zeit, ne? Genau. Ja, ja, müssen die auch, das ja? Das ist ja dann der Punkt. Das ist der Wahnsinn, genau, weil das ist die Zeit, das ist die Beratungsgespräch. Weil der eine erzählt dir das, der andere erzählt dir das. Dann denkst du, das ist wirklich das beste Angebot. Und man muss hier an dieser Stelle auch sagen, die Kunden sagen, das beste Angebot ist immer der niedrigste Zinssatz. So. Ja, weil so kämpfen auch Finanzierungsberater mit anderen Finanzierungsberatern um den Kunden. Hauptsache den niedrigsten Zinssatz, aber das ist nicht immer richtig, weil es gibt noch ein paar andere Punkte. Wir sprechen gleich noch. Ja klar, Thema Tilgung. Ne, genau, wie lange es läuft, was hast du für eine individuelle Situation. Und das braucht halt Zeit. Ja? Und deswegen, ich schicke die Kunden dahin. Die holen sich ein paar Angebote, die lassen sich auch tatsächlich beraten, nicht um Konto oder einen Bausparvertrag, sondern wirklich um Finanzierung. Und dann haben sie den perfekten Vergleich, wie wir an die Sache herantreten und was können wir denen anbieten. Denn am Ende des Tages, das Ziel ist, dass der Kunde eine perfekte individuelle Finanzierung für ihn bekommt, dass er zufrieden ist, weil mit der Unterschrift ist er mindestens für 10, in der Regel, für 10, 15, 20 Jahren gebunden. Ja. Und das muss einfach richtig sein. Ja? Und mit unserer Expertise haben wir die Möglichkeit, auf über 400 Banken zu greifen so, und die passende passende Finanzierung natürlich für ihn zu finden. Ja. Und gibt es so ein paar Leistungen, wo du persönlich sagst, das macht ihr mehr als eine Bank, als wenn der Kunde jetzt zur Bank geht? Oder ist das letzten Endes von den Leistungen an sich, von der Abwicklung, wenn ich jetzt eine Finanzierung bei euch mache, ist das wirklich mehr oder ist es genauso gleich wie bei einer Bank auch? Naja, das ist tatsächlich mehr an dieser Stelle, weil an erster Stelle, bevor wir überhaupt an die Finanzierung herantreten, machen wir mit ihm eine komplette Finanzberatung. Was meine ich damit? Wir schauen konkret, warum diese Immobilie, was kostet sie? Wir bewerten die Immobilie, aber nicht nur, wie die Bank es bewertet, sondern von allen Perspektiven, das heißt mit verschiedenen Bewertungstools, um zu schauen, ob dieser Preis auch vernünftig ist. Dann sprechen wir ins Detail, ich gebe dir ein Beispiel, Familie, beide 40 und haben zwei Kinder, sagen wir mal 8 und 13. Ja? Und die kaufen jetzt eine Immobilie mit 200 Quadratmeter. Also ich frage an dieser Stelle, ob das tatsächlich die richtige Immobilie, ob die sich Gedanken gemacht haben, warum, weil in ein paar Jahren sind die Kinder aus dem Haus, wollen die verkaufen, was wollen die mit der Immobilie, soll das wirklich ein Generationsobjekt bleiben? Du denkst wirklich noch einen Schritt weiter, also Schritt wo weiter. Die Bank wahrscheinlich sagen würde, das interessiert mich vielleicht doch gar nicht. Oder? Genau, weil ihm geht es im Grunde genommen darum, der muss seinen Job erledigen, ist ein Angestellter. Klar, ich will auch mein Geld verdienen, aber vielleicht mit dieser Beratung tatsächlich im Gespräch ist, haben ein paar Kunden nach dem Gespräch haben gesagt, Marat, diese Immobilie nicht. Es ist wirklich, wir brauchen nicht so viel Platz tatsächlich. Also 140 würden auch tun.
Und das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, wir schauen uns tatsächlich, bei welcher Bank könnten wir tatsächlich die besten, beste Kondition rausbekommen, weil jede Bank bewertet anders die Immobilie und den Kunden. Ja, also je nach Situation haben wir natürlich die Möglichkeit, ganz anders an die Sache heranzutreten. Bei gewissen Punkten bitten wir sogar mit, eine Besichtigung zu machen als Finanzierer. Und ab und zu mal, je nach Kunden, begleiten wir den sogar zum Notar, weil das ist das erste Mal, wir prüfen die Kaufvertragsentwürfe, ob da nichts irgendwas ist, was der Kunde nicht machen sollte. Ja. Also das bitten wir noch zusätzlich. Ja klar, also das heißt wirklich eine sehr umfassende Betreuung, Beratung, was so die Bank wahrscheinlich gar nicht die Kapazität zeitlich hat. Gar nicht, genau, machen könnte, nicht die Kapazitäten, genau, hat. Ne? Richtig. Und das heißt, gerade Leute, die das erste Mal auch ihre Immobilie kaufen, sind bei euch wahrscheinlich am besten aufgehoben, weil sie da natürlich irgendwo mit an die Hand genommen werden. Genau. Ja, wenn natürlich noch ein guter Makler mit im Spiel ist, dann ist es umso besser. Ne? Genau. Ne? Aber das ist ja nicht immer der Fall. Ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Manche Leute gehen natürlich, kaufen auch von privat, ja, und werden dann wirklich oder bei einem, ja, sorry, halt schlechten Makler. Und klar, die sind dann einfach froh, wenn die jemanden haben, der die an die Hand nimmt. Und gerade was die Finanzierung betrifft, wenn es um das Eigenheim geht, das ist einfach die größte Investition bei vielen, die die Leute im Leben tätigen. Und klar, da will man natürlich nichts falsch machen. Ne? Und das ist auch der Punkt, warum wir zusammenarbeiten, weil in der Regel, wir prüfen jede Immobilie, aber ich weiß, wenn von dir eine Immobilie kommt, weil der Makler, also du, muss beide Seiten vertreten. So, auf der einen Seite willst du den besten Preis für den Verkäufer, aber auf der anderen Seite muss der Käufer auch zufrieden, ja, sein. Und bei dir ist das so, dass du diesen Mittelmaß findest, wo beide zufrieden sind, wo wir wissen, also noch nie ein Problem gehabt, dass das Objekt zu teuer war, weil viele kommen, Makler, ich schaue mir den Preis und denke, oh mein Gott. So, natürlich schaut uns die Bank das um und sagt, wohin mit euch? Ja, klar. Also und sagt dann wiederum mehr Eigenkapital. Mehr Eigenkapital, ja. Und dann muss der Kunde entscheiden, ist er bereit, wirklich diesen 20%, 30%, 40% mehr teuren Preis zu bezahlen? Das ist halt... Klar, wir gucken natürlich auch immer, dass wir die Objektunterlagen, das ist ja letzten Endes mit die Hauptaufgabe eines Maklers, natürlich auch dementsprechend die Unterlagen mit aufzubereiten. Genau. Ne? Genau. Logisch. Dann funktioniert es auch schnell. Ne? Eben. Marat, sag uns doch mal, was für Unterschiede gibt es denn eigentlich unter Finanzierungsberatern an sich? Ich meine, ist Finanzierungsberater gleich Finanzierungsberater oder sagst du, da gibt es auch, ja, sag ich mal, die Guten, die Schlechten und die, die das anbieten, wo die anderen das nicht anbieten? Oder sag doch mal aus deiner Perspektive, was macht für dich einen wirklich guten Finanzierungsberater aus und vor allen Dingen auch seriösen Finanzierungsberater aus? Ja, sehr gute Frage. Ich denke, es ist ja nicht direkt schlecht oder gut. Ja, es ist immer Einstellungssache und es ist sehr schwierig, weil das ist ein sehr große Sache in dem Sinne und jeder hat sein Mindset zu der Sache, seine Meinung und der eine sagt, ich finanziere grundsätzlich nur für 10 Jahre Zinsbindung. Das heißt, 10 Jahre ändern sich die Zinsen nicht. Der andere sagt, nee, oh mein Gott, in 10 Jahren können die Zinsen bei 5, 6, 7, 8% sein. Ich finanziere mindestens 15, 20 Jahren und jetzt klar, wenn ich jetzt komme und sage, pass mal auf, ein Kollege von uns sagt 20 Jahre, sagen wir mal 1,5% und ich komme mit 10 Jahren mit 0,8, klar sieht das besser aus, aber was passiert in 10 Jahren? Ja. Also deswegen schlecht oder gut zu sagen, ist ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Das muss passen an den Kunden, also das muss individuell für ihn passen. Ja, ja. Und was natürlich einige unterscheidet, ist die Kontakten zu der Bank. Ja, also, wir haben ja natürlich die Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und im Grunde genommen, egal zu welchem Finanzierungs... Also das heißt, das macht an sich wahrscheinlich schon erstmal jeder Finanzierungsberater. Dass er nicht jeder, aber viele. Viele, ja. Freie Finanzierungsberater, freie Finanzierungsberater, dass sie wirklich mit einer Plattform arbeiten. Genau. Wirklich zig Banken anbieten. Aber du sagst auf jeden Fall aus deiner Perspektive, einen wirklich guten Finanzierungsberater macht dann immer aus, dass man wirklich den direkten Kontakt auch, genau, zu den Banken ist, hat. Das ist A und O, meine Meinung, ja, hier an dieser Stelle, weil... Die Plattform ist für alle da, du kannst ja auch eine öffnen, dann hast du ja alle Banken. Das heißt, du gibst alle Daten ein und dann, ja, spuckt er dir direkt alle aus. So, und jetzt ist die Frage, die Schnelligkeit. Also heutzutage, kennst du ja, es muss schnell sein. Das heißt, die Makler wollen mittlerweile eine Finanzierungszusage, ohne Objekt zu prüfen, dass der Kunde das schon kaufen kann. Ja? Ja. Dann
wenn du jetzt anfängst als Neuling oder halt alsjenige, der sagt, ja, ich habe alle zwar, so anfängst irgendwie rüber zu schicken allen, dann dauert das halt. So, hast du aber deine Expertise und deine Partner, das heißt Bankpartner, mit denen du zusammenarbeitest, dann A, beschleunigst du das, B, du weißt schon, Kunde A kommt auf jeden Fall nicht zu der, keine Ahnung, Commerzbank jetzt, weil es ist, das, die Commerzbank wird eh Nein sagen, weil der muss ja schon zu der DSL Bank oder zu der Deutsche Bank. Und das ist halt, macht natürlich viel aus. Hat dieserjenige Kontakte und wir pflegen diese Kontakte. Wir haben viele davon, also direkt bei den Banken und das macht uns natürlich aus. Ja klar, durch 15 Jahre Erfahrung selbstverständlich. Ja, und das... Ich sag mal so, die von den Geschäftsbeziehungen, da profitiert natürlich dann 1:1 der Kunde, weil ihr natürlich nicht nur 1, 2, 3 Finanzierungen da einreicht bei einer Bank, sondern natürlich mehr, sodass die Bankberater dann natürlich auch irgendwo da bereit sind, ganz andere Konditionen zu geben, als wenn da der Kunde direkt zur Bank hingeht. Richtig. Ja. Noch ein Punkt vielleicht dazu. Auch die Konditionen, also die Konditionen stehen ja schon in der Plattform mit drin, aber wenn du gute Beziehungen hast, es besteht die Möglichkeit, auch die Konditionen zu verbessern, weil du einfach viel Geschäft da reinbringst. Ja? Ja. Und wir gehören zu einem Premium-Partner bei diesen Plattformen, bedeutet, wir bekommen auch natürlich eine ganz andere Kondition. Auch. Ja. Nicht bei allen, aber bei mehreren. Ja. Okay, ja, was mich persönlich tatsächlich interessiert, das ist vielleicht auch eine ganz ketzerische Frage. Was ist für dich der Hauptvorteil, wenn ich mich gegen einen Finanzierungsberater entscheide und sage, ich will zur Hausbank? Was ist da für dich persönlich, wo denkst du, könnte da für den Privatkunden der Vorteil liegen? Ja. Oder warum sollte er es nicht machen? Ich sag mal so, der, vielleicht nicht der Einzige, das wäre blöd, also vor allem für YouTube, aber einer der größten Vorteile, manchmal ist das tatsächlich so, dass es gibt wirklich schwierige Fälle, wo wir als Fremder nicht finanzieren können, weil die neuen Banken ihn nicht kennen. So, das sind Extremfälle, ne, zu viel Ausgaben, zu wenig Eigenkapital. Dann Thema Vertrauen. Genau, und dann manchmal geht er wirklich zu deiner Hausbank. Also wir reichen ein bei derselben Hausbank und die sagt uns nein, weil das ist nicht dieselbe Banker. Aber weil er den schon seit 20 Jahren kennt, der kennt seine Situation, der weiß, der ist zahlungsfähig, obwohl auf dem Papier sieht das ein bisschen anders aus und trotzdem kriegt er den finanziert. Und manchmal tatsächlich gehen die Kunden um 9 Uhr morgens zur Bank und sind um 12 Uhr gehen die oder um 11 Uhr gehen die mit einer Finanzierungszusage, aber die gehen natürlich extrem vorbereitet und manchmal klappt das tatsächlich. Ob das wirklich ein Vorteil ist, weiß ich nicht, weil von 10 Fällen klappt das bei einem oder bei halben sogar und das ist deswegen nicht unbedingt ein Vorteil. Ja. Ja. Also was ich persönlich aus dem Maklergeschäft noch so aus eigener Erfahrung mitteilen kann, ist, dass ganz klar Kunden, die mit einem Finanzierungsberater finanziert haben, schneller in der Finanzierungsabwicklung waren oder beziehungsweise in der Finanzierungszusage, als halt eben Leute, die direkt zur Bank gegangen sind, wo es tatsächlich leider des Öfteren einfach relativ spät Rückmeldungen kam, dass irgendwelche Sachen noch eingeholt werden müssen oder nochmal besichtigt werden muss oder sonst was. Ne? Also da merkt man schon, dass natürlich, sag ich mal, eine ganz andere Power hinter einem freien Finanzierungsberater steckt als bei einer Bank, wo man ja auch leider dazu sagen muss, dass nicht unbedingt derjenige, der einen bei der Bank berät, auch gleich auch nochmal so eine kleine Provision on top bekommt. Ich gehe mal davon aus, die meisten werden da schon eher mit einem kompletten Festgehalt bezahlt, wodurch natürlich ja, so ein bisschen... Ja, die bekommen ja Bonussen, je nachdem. Ja, okay, also, bekommen die schon. Genau, ja, es kommt wahrscheinlich auch auf die Bank an. Genau, richtig. Ja. Vielleicht hier noch an dieser Stelle, also für beide Parteien jetzt, Kunde und Makler ist das wichtig, einen Finanzberater zu haben. Das ist die Kooperation mit uns zeigt das, weil wenn also Sie, liebe zukünftige Kunden, mit einem Finanzierungsberater arbeiten, dann sagt direkt, gib demjenigen den Makler und sagt bitte dem Finanzierungsberater, der soll den Makler anrufen. Warum? A, erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass er bei euch bleibt, also dass das der Immobilie für euch reserviert ist. Und wenn der Finanzierungsberater immer wieder eine Rückmeldung gibt an den Makler, dann weiß der Makler, ey, da läuft was. Ja, das bedeutet, ja, guck mal, wir haben schon alle Unterlagen.
Es ist jetzt eingereicht, laut der Bank. Ja. Lieber Makler, in 5 Tagen haben wir die Finanzierungszusage. Pass mal auf, du wirst kontaktiert wegen Besichtigung. Die Bank möchte einen Gutachter rausschicken. So, also diese kommunizieren miteinander, Finanzierungsberater und Makler, hilft auch euch, das Objekt nicht zu verlieren. Und der sagt, pass mal auf, Finanzierungszusage kann ich dir noch nicht geben. Aber von meiner Erfahrung zu 99% kriegen die Finanzierung, bitte gedulde dich noch. Ja. Kommt viel besser rüber als von dem Käufer, weil der Käufer ist daran interessiert, nur zu kaufen. Ja? Definitiv. Also das ist natürlich gerade in Märkten, in A-Lagen, ja, wo natürlich der Makler sich die Kunden quasi aussuchen kann, ist das natürlich ein erheblicher Vorteil, wenn ihr zu einem Finanzierungsberater geht, der dann wiederum sich mit dem Makler in Verbindung setzt und ganz einfach regelmäßige Updates gibt und klar, ne, oder auch der Privatverkäufer, das ist natürlich auch, hat man nochmal ein viel seriöseres Auftreten, gerade wenn man natürlich das erste Mal eine Immobilie kauft und vielleicht nicht so, ja, die Ahnung hat, wie man mit der Situation umgehen soll, gerade wenn halt noch Konkurrenz da ist, die einem das Objekt ganz einfach wegschnappen können. Ja. Ne? Also ich sage sehr gerne auch meine Kunden, also das ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber ihr könnt euch vorstellen, dass wir beide jetzt, Beispiel Makler und der Finanzierungsberater, wir sind eure Angestellten in dem Sinne, ja? Klar. Und jetzt überlegt euch mal, wenn ihr sagt dem Makler, pass mal auf, mein Finanzierungsberater meldet sich bei dir, dann rufe ich an. Das ist also der denkt, wow, wa? Also nicht jeder, und das ist vielleicht noch ein Punkt, was machen wir anders? Wir kontaktieren den Makler und sagen, wir sind dafür zuständig, wir geben ihm Feedback natürlich datenschutzkonform, also wir sagen jetzt nicht alles, was da abgeht, ja. Aber so, dass wir den auch, weil wir wollen den Kunden finanzieren, der will die Immobilie kaufen, der will verkaufen und das ist quasi in unserer Hand, wir geben Geld in dem Sinne, ja, oder ja. Machen das möglich und je besser wir mit dem Makler kommunizieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau du, also der Kunde, bekommt auch die Immobilie. Ja. Sehr cool. Ja, Marat, wir gehen heute noch ein paar andere Fragen noch durch. Ja. Ne? Deswegen seid gespannt, was sonst noch so kommt an Themen, die wir behandeln. Und ja, wenn ihr schon mal Erfahrungen mit Finanzierungsberatern gesammelt habt oder auch mit Banken direkt, schreibt doch mal in die Kommentare, was für euch die beste Variante ist. Und wo ihr die besten Erfahrungen gemacht habt. Ich denke, das wird uns beide mal interessieren. Sehr, sehr gerne. Klar. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.